Idee der FEM, die feministische Fakultät, ist bei Kaffee und Kuchen entstanden, als Elisa und Erika, das sind zwei der Gründerinnen der FEM, sich nach vielen, vielen Jahren eben zum Kaffee und Kuchen getroffen haben, wieder getroffen haben. Sie waren beide Teilnehmerinnen und Absolventinnen des European Women's College, schon einige Jahrzehnte her, und sie sind auf die Idee gekommen, dass man eigentlich so etwas Ähnliches heute wieder starten sollte. Und mit etwas Ähnliches ist gemeint eine feministische Bildungseinrichtung, wo Frauen ganz unterschiedlichen Alters und Herkunft und Berufen und persönlichen Lebenssituationen sich zusammenkommen und sich austauschen über feministische Themen und auch neue Dinge aus feministischer Sicht untersuchen und dazulernen. Der Kurs geht ein Jahr, startet im Dezember 2019, geht ein Jahr und beinhaltet 6 Thementage, wo wir uns mit ganz unterschiedlichen Themen befassen, wie zum Beispiel feministische Ökonomie, also die großen Zahlen. Dann beschäftigen wir uns mit den Rechtswissenschaften, also welche Rechte Frauen eigentlich in der Vergangenheit für sich erstritten haben und inwiefern das heute noch aktuell ist und wo wir stehen. Dann beschäftigen wir uns aber auch mit Fragen wie dem Körper. Wir besuchen Frauenprojekte in Wien während unserer Lernreise. Bei uns muss man keine Prüfung bestehen, um ein Diplom zu erhalten, und man muss auch keine Voraussetzungen erfüllen, wie jetzt an einer Universität, um überhaupt mitmachen zu dürfen. Das heißt, jede Frau, die sich feministisch auseinandersetzen möchte und weiterbilden möchte, ist herzlich willkommen. Die Teilnahme am Lehrgang ist viel mehr als nur ein Bildungsangebot oder eine Weiterbildung. Wir haben gesehen in den vergangenen 2 Lehrgängen, die es jetzt schon gegeben hat, dass die Frauen unglaublich enge Beziehungen untereinander aufbauen, dass da Freundschaften entstehen und dass auch jede Frau wie verändert aus diesem Lehrgang herausgeht. Also du wirst nicht mehr die gleiche Frau sein, vorher und nachher.